Mit meiner Osmo Mobile bin ich fast täglich unterwegs. Meist steckt ein Smartphone drin. Nun wollte ich schauen, ob ich meine alte GoPro Gimbal in Rente schicken und auch hierfür die Osmo Mobile nutzen kann. Dafür habe ich mir einen PGE GoPro Adapter gekauft. Klappt die Kombination? Meine bei eBay aufgegebene Bestellung kam in einer unauffälligen weißen Verpackung, in der sich der GoPro-Adapter selbst, zwei Schrauben und ein U-Mount befinden. Die GoPro wird schlicht in die Halterung gelegt und der U-Mount direkt darauf. Jener wird mit den Schrauben befestigt. Hat man dies auf beiden Seiten gemacht, hält die GoPro bombenfest in der Halterung. Die Ports an der Seite sind leicht zu erreichen und auch der Setup-Button links kann ohne Probleme betätigt werden. Einzig an den Akku kommt man nicht dran, wenn die GoPro im Case steckt. Bei der GoPro Hero 5 ist dies ein eindeutiger Nachteil. Hier steckt die SD-Karte neben dem Akku. Hat man die GoPro in der Halterung installiert, kann es auch schon an die Kalibrierung der Osmo Mobile gehen. Man sollte durchaus etwas herumspielen, bis die GoPro perfekt ausbalanciert wird. Danach kann es aber auch schon losgehen. Kaum ist die Osmo Mobile angeschaltet, bringt sie die GoPro in die beste Position zum Filmen. Meine Settings bei der GoPro weichen etwas von der Standardkonfiguration ab. Das Sichtfeld ist auf Medium gestellt. Auch die Schärfe steht nicht auf der höchsten Stufe. Mit diesen Settings stört die Osmo Mobile nicht das GoPro-Bild. Na, wer schaut heute noch Super Bowl? Heute wird gesündigt. Und zwar mit einem Double Chili Cheeseburger. Zum Burger gibt es passende Unterhaltung. Und, wann habt ihr das letzte Mal einen Detektiv beauftragt? Und da ich heute noch nicht genug konsumiert habe, geht's jetzt noch zu Starbucks. So, komm mit mir, lieber Kaffee. Nom, 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 nom. Hin und wieder kann es passieren, dass man denkt, jetzt habe ich die GoPro richtig ausbalanciert. In der Aufnahme ist dann leider die Osmo Mobile selbst auch ein Stück zu sehen. Hier empfehle ich die GoPro so ein bisschen weiter nach links zu schieben und zu hoffen, dass die Osmo Mobile damit klarkommt. Auch der Selfie-Modus ist möglich. Hierfür muss der Arm etwas weiter ausgefahren werden und die Osmo Mobile wieder kalibriert werden. Die Umstellung hiervon ist leider nicht so smooth wie auf dem Smartphone, wo man einfach nur einen Button auf dem Handy-Display drücken muss, um die Kamera zu wechseln. Es ist auch möglich, die GoPro in ihrer Ausgangslage einmal ganz nach links zu drehen oder nach rechts und den Griff etwas schief zu halten, um sich selbst mit der GoPro zu filmen. Der Adapter ist für 15 Euro auf eBay zu haben. Solltet ihr ungern zwei Gimbals mitführen oder kaufen wollen, gibt es wohl kaum eine billigere, aber qualitativ hochwertige Lösung als den Adapter mit der Osmo Mobile. Ihr habt noch Fragen zu Osmo Mobile oder zu dem Adapter? Dann ab damit in die Kommentare.